Was ist künstliche Intelligenz? Eine einfache Definition von künstlicher Intelligenz ist, dass künstliche Intelligenz Systeme dazu befähigt, eigenständig Aufgaben auszuführen. Und das Ganze wird durch Algorithmen realisiert. Und was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist ein Ablauf von bestimmten Aufgaben, die dazu benötigt werden, um ein KI-Modell zu erzeugen. Es kann aus Formeln bestehen, die eben diese Berechnungen dann durchführen, diese Teilaufgaben, und daraus entsteht dann am Ende des Tages eben das KI-Modell. Künstliche Intelligenz lässt sich mit verschiedenen Methoden programmieren. Eine Methode sind neuronale Netze. Wie sieht so ein neuronales Netz aus? Ein neuronales Netz besteht aus einer Eingabeschicht, einer Ausgabeschicht und mehreren versteckten Schichten. Es können 10 Schichten sein, es können aber auch 1000 Schichten sein, die alle miteinander verbunden sind. Gerade diese Verbindungen über die Neuronen macht das Ganze für den Anwender einfach nicht nachvollziehbar. Nadja Burkhardt vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe forscht seit Jahren dazu, wie künstliche Intelligenz auskunftsfreudiger werden kann. Ihre Arbeit wird immer wichtiger, denn mit der wachsenden Bedeutung von KI in unserem Leben stellt sich die Frage, warum schlägt ein KI-Programm eine bestimmte Lösung vor? Zum Beispiel wird künstliche Intelligenz für Vorhersagen über den Verlauf des Klimawandels verwendet. Können wir den Prognosen vertrauen? Bisher sind viele KI-Modelle nicht fähig, ihre Entscheidungen zu erklären. Warum ist das so? Also ich glaube nicht, dass man explizit auf die Erklärbarkeit verzichtet hat, sondern es war einfach nicht der Fokus von vielen Leuten. Ne? Man wollte Ergebnisse erzielen mit einer hohen Genauigkeit. Das war eben das prägnante Ziel, was man einfach erreichen wollte. Und diese erklärbare KI kam dann halt erst so im Anschluss gerade, als diese ganzen Negativbeispiele auch in der Presse immer mehr hochgekommen sind. Da wurde natürlich der Ruf nach erklärbarer KI laut. Und das aus gutem Grund. Denn wenn die Daten Vorurteile enthalten, werden diese von der KI übernommen. Ein Beispiel. Frauen wurden lange bei der Vergabe von Krediten benachteiligt. Diese Benachteiligung ist in den historischen Daten abgebildet. Künstliche Intelligenz fragt nicht nach den Gründen. Sie lernt einfach, dies auch zu tun und gibt Frauen schlechtere Kreditbewertungen. Und es gibt weitere prominente Beispiele, in der KI problematische Verhaltensweisen übernommen hat. Vor allem im Bereich Diskriminierung gibt es natürlich sehr, sehr viele Beispiele, dass das Modell Verzerrungen gelernt hat. Es gibt also das Beispiel von dem Chatbot Hey von Microsoft, der innerhalb von 24 Stunden im Einsatz rassistisches Verhalten erlernt hatte. Solche Beispiele machen Menschen misstrauisch. Künstliche Intelligenz hat den Ruf einer Blackbox, einer großen schwarzen Kiste, in die keiner hineinschauen kann und deren Prognosen schwer nachvollziehbar sind. Das gilt auch für neuronale Netze. Ihre Schichten haben so viele unterschiedliche Verbindungen miteinander geknüpft, dass kein Mensch ihnen folgen kann. Also so ein tiefes neuronales Netz hat wirklich unzählig viele Schichten. Die Verfahren erreichen einfach auch schon eine sehr, sehr hohe Genauigkeit. Deswegen wäre es jetzt schade, sage ich mal, die Netze nicht mehr zu verwenden. Deswegen versucht erklärbare KI-Verfahren quasi draufzusetzen, also als Add-on, sodass die Verfahren weiterhin verwendet werden können mit ihrer hohen Genauigkeit, wir allerdings quasi diese Nachvollziehbarkeit dort mit integrieren können. Oder man schlägt den Weg ein, den Nadja Burkhardt mit ihrem Team geht. Sie will die Erklärbarkeit gleich in die KI einbauen. Ihr Modell soll so genau sein wie die alten Modelle, aber dem Anwender jederzeit eine Erklärung liefern. Ihr Projekt heißt Nemo und es soll illegale Raubfischerei bekämpfen, zum Beispiel in der Nordsee. Ja, im Projekt Nemo geht es ja darum, illegale Aktivitäten im maritimen Raum zu erkennen. Mhm. Und hier haben wir jetzt ein Naturschutzgebiet eingezeichnet. Und hier sehen wir jetzt ein Boot, das wir beobachten. Ich will mir jetzt mal die Fahrtroute von diesem Schiff genauer anschauen, weil es uns auffällig erscheint zumindest. Und wir sehen jetzt gleich, dass dieses Boot in das Naturschutzgebiet einfährt. Wir generieren hier also einen Alarm. Zusätzlich zu diesem Alarm haben wir jetzt auch die Möglichkeit, uns eine Erklärung anzeigen zu lassen, warum das Boot als auffällig markiert wurde. Wir sehen hier die Trajektorie des Schiffes, die es eben gefahren ist, die uns auffällig erschienen ist.
Wir sehen auf der rechten Seite jetzt genau die Merkmale, die dafür ausschlaggebend waren. Wir sehen beispielsweise, dass der Kurs des Schiffes eben entgegen dieses Naturschutzgebietes auffällig war oder am auffälligsten erschien. Dann ist es auch sehr auffällig, dass die Geschwindigkeit dieses Bootes reduziert war. Wir wollen das Ganze natürlich in Nemo noch weiterentwickeln, dass es möglichst benutzerfreundlich für den Anwender wird, der eben kein KI-Experte ist. Also wir wollen dahingehend einfach einfache Sätze generieren, die erklären, warum jetzt genau eine illegale Aktivität vorhergesagt wurde von dem KI-Modell. Nemo soll in 2,5 Jahren fertig programmiert sein. Bis dahin wird es noch mit vielen Daten gefüttert werden, um immer genauere Prognosen zu treffen, welches Schiff ein Raubfischer ist und eben warum. Ist Nadja Burkhardt zuversichtlich, dass irgendwann jede wichtige KI transparent sein wird? Und wenn ja, wann wird das sein? Das ist meine feste Hoffnung, dass KI nachvollziehbar ist. Und zwar zu jedem Zeitpunkt für jeden Anwender, der damit in Kontakt kommt. Ich denke, jeder, der mit der KI in Berührung kommt, hat ein Recht zu wissen, was die KI über ihn weiß, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde. Also ich denke, der Zeitrahmen, einen genauen Zeitrahmen dafür zu nennen, ist natürlich sehr, sehr schwierig, wann KI tatsächlich völlig transparent und nachvollziehbar ist. Ich stelle mir vor, dass es vom Gesetzgeber tatsächlich Richtlinien, Standards gibt, an die sich Unternehmen oder auch eben Leute, Einzelpersonen halten müssen, sofern sie eine KI anbieten, die eben auch mit sensiblen Daten arbeitet. Ich glaube, nur so kommen wir voran. Transparenz von KI würde Vertrauen in diese Technologie schaffen. Dann, da ist sich Nadja Burkhardt sicher, kann künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel und andere globale Umweltprobleme spielen. Ich denke, KI hat unterschiedliche Möglichkeiten, um hier tatsächlich Abhilfe zu leisten. KI ist keine Wunderwaffe diesbezüglich. KI kann hier wirklich nur einfach unterstützend wirken. Beispielsweise sehe ich einen ganz, ganz großen Vorteil von KI, wirklich Bildmaterial auszuwerten. Ja? Wie sehen die Wälder aus? Wie verändern sich die Ozeane? Wo treibt Plastikmüll? Ich glaube, hier kann KI einen ganz, ganz großen Vorteil bringen.